Manche Kinder haben Teddybären, andere haben ihre Kuscheldecken, Puppen oder andere Kuscheltiere, die ihnen beim Einschlafen helfen. Ich hingegen hatte etwas anderes. Ein Licht. Mein Fenster lag in Richtung eines Hügels und auf diesem Hügel stand eine einsame Straßenlaterne, die die Straße darunter beleuchtete. Nun, ich weiß, dass es einfach eine normale, langweilige alte Straße war, aber in den Minuten, vor dem Einschlafen und noch immer Wachsein, fing mein benommener Verstand an, etwas Wundervolles in mein Unterbewusstsein zu streuen. Ich fing an, mir mehr unter dem Ganzen vorzustellen. Wie die Straßenlaterne in Narnia, gegen den fallenden Schnee, die Lichter einer Meerjungfrauenkolonie, die durch die Meerestiefen schimmern, das Glühen einer Fee, die auf Rosenblüten tief im Wald sitzt. Aber in einer Nacht war das Licht aus. »Mom! Dad!« rief ich den Flur entlang und trampelte mit meinen kleinen Füßen auf dem Teppich. »Das Licht ist aus!« »Welches? Dein Nachtlicht?« fragte Dad und legte sein Buch auf die Couch. Mom schlief auf der anderen Seite der Couch und schnarchte leicht. »Nicht das Licht! Das auf dem Hügel!« Er folgte mir in mein Schlafzimmer und ich deutete wild aus dem Fenster. Hinter den dünnen Vorhängen war es stockfinster. »Warum ist es aus, Daddy?« »Ich weiß nicht«, sagte er und hob mich zurück in mein Bett. »Vielleicht ist die Glühbirne einfach kaputt gegangen. Weißt du noch, als Mami vor ein paar Wochen die Birne in der Küche wechselte? Manchmal passiert so etwas mit Lichtern und sie müssen repariert werden.« Ich nickte. Nach einer weiteren Gute-Nacht-Geschichte schlief ich ein und wachte einige Stunden später mitten in der Nacht auf. Das Licht war wieder an. Ich lächelte, kuschelte mich in mein Kissen und schloss meine Augen. Aber in der nächsten Nacht war das Licht wieder aus. Und die darauf folgende und die darauf folgende. Ich wurde aufgeregter und mein Schlaf wurde unruhiger. Meine Eltern ignorierten es größtenteils. Aber dann passierte etwas Wundervolles. Eines Dienstagabends musste Mom zum Handyladen auf der anderen Seite des Hügels fahren. »Mami, ich will mit!« flehte ich sie an und klammerte mich an ihr Shirt. »Bitte!« »Es ist schon fast Schlafenszeit«, sagte sie und schaute zu Dad. Er zuckte mit den Schultern. »Okay, du darfst mitkommen, aber nur, wenn du danach sofort ins Bett gehst. Okay?« Ich nickte. Kurz darauf fuhren wir die vertraute Straße entlang in Richtung der Straßenlaterne. Ich wollte wissen, was mit ihr nicht stimmte. War die Glühbirne kaputt? Wenn es so gewesen wäre, dachte ich mit meinem kleinen Kinderkopf, dass ich meine Mom darum bitten hätte können, sie zu reparieren. Aber als wir über den Hügel fuhren, wurde ich überrascht. Die Laterne leuchtete. Sie schien so hell wie ein Notsignal. Ihr Licht spiegelte sich auf der nassen Straße. »Sie ist an! Sie ist an!« rief ich so laut, dass die Fenster wackelten. »Siehst du, Mama?« »Ja, Schatz«, sagte sie abwesend. Und sie leuchtete noch immer, als wir zurückfuhren. Ich war so aufgeregt. Ich sprang auf und ab. Narnia, Meerjungfrauen und Feen war alles, was mir durch den Kopf ging. Als wir zu Hause ankamen, rannte ich durch den Flur, sprang ins Bett und drehte mich zu dem Fenster. Nein, sie war aus. Ich sprang aus dem Bett. Wie konnte das sein? Dachte ich. Wir haben sie vor nicht einmal 5 Minuten gesehen. Sie war an, leuchtete hell. Ich rannte zum Fenster, griff mit einer Hand nach dem Vorhang und riss ihn beiseite. Wo ist sie? Dachte ich und schaute nach draußen. Sie muss doch da sein. Meine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit. Schatten kamen in mein Sichtfeld. Grau gegen schwarz, sperrig und groß. Nicht die Form einer Straße oder der Bäume. Ich zog den Vorhang weiter beiseite. Mittlerweile neugierig. Und dann sprang ich zurück. Nein, es gab kein Problem mit der Straßenlaterne. Nicht eines. 2 Hände berührten das Fenster. Sie hingen an dem klobigen Schattenmann. Er war derjenige, der das Licht blockierte.